28, budgetneutrale Veränderung Finanzhaushalt 2020 bis 21 des Straßen- und Tiefbauamtes. Hier bitte ich zunächst einmal Frau Jenichen, einige Sätze vorneweg zur Erläuterung zu sagen. Und dann starten wir in die Fraktionsrunde. Es beginnt die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, die Vorlage beinhaltet ja Umschichtungen im Investitionshaushalt des Straßen- und Tiefbauamtes. Und ich möchte aus Zeitgründen Ihnen jetzt nicht die ganze Vorlage vorstellen, aber gerne noch mal ein Missverständnis aufklären. Hier wird erwähnt, der Radweg am Terrassenufer. Gemeint ist nicht der Radweg östlich der Carola-Brücke, über dessen Abmarkierung Sie im Stadtentwicklungsausschuss auch in der Öffentlichkeit diskutiert haben und diskutieren, sondern gemeint ist der Radweg westlich der Carola-Brücke, also vom Theaterplatz bis zur Carola-Brücke, an dem geplant und dann infolgedessen auch, wenn fertig geplant ist, Entscheidung getroffen ist, wir Ihnen das vorgestellt haben, investiert werden sollten. Ich möchte das noch mal ausdrücklich richtigstellen und versichern, weil es da Irritationen gab. Und es ergibt sich auch daraus, dass die reine Abmarkierung eines Radweges, wie Sie die jetzt gesehen haben, sich nicht im Investitionshaushalt wiederfinden würde, sondern im Verwaltungshaushalt, weil da ja lediglich eine Firma beauftragt wird, unabhängig davon, was es verkehrspolitisch bedeutet. Also hier geht es nicht darum, sondern um einen zukünftigen Radweg, Planung und Bau. Und ich bitte deshalb um Zustimmung zur ganzen Vorlage. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde, beginnen mit der FDP. Herr Zastrow. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ja, danke nochmal für die Erläuterungen. Wenn wir die im Ausschuss Stadtentwicklung und Bau bekommen hätten, wäre die Sache vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen. Auf jeden Fall hat diese Vorlage in unserem Ausschuss, also im Ausschuss Stadtentwicklung und Bau, für einige Irritationen gesorgt und vor allem auch die Unfähigkeit der Verwaltung dort zu verschiedenen Nachfragen die Antworten zu geben. Denn unabhängig von dem, was Sie jetzt angesprochen haben, Frau Bürgermeisterin, ging es ja auch darum, ob diese Abmarkierung und die Schaffung des Radweges überhaupt einhergeht mit dem, was wir im Radverkehrskonzept und den entsprechenden Prioritäten, die wir dort festgelegt haben, ob das überhaupt eine Übereinstimmung ist. Und wir müssen feststellen, dass das nicht so gewesen ist. Genauso gab es keine Antworten auf die Frage, was mit diesen vielen Parkplätzen, die dort mit einmal weggefallen sind, eigentlich passiert, was in Sachen, nicht nur was die Parkeinnahmen, das waren ja gebührenpflichtige Parkplätze auf der einen Seite betrifft, sondern auch was die Situation für die Anwohner betrifft, die jetzt doch in weiterer Entfernung zu ihren Wohnungen überhaupt wieder Parkplätze finden können, wenn sie überhaupt Parkplätze finden. Und das hat uns doch sehr stutzig gemacht und ich glaube auch zu Recht skeptisch gemacht. Und deswegen glaube ich, dass das gesamte Radverkehrskonzept Makulatur ist, dass wir genau hingucken müssen. Es reicht nicht aus, dass der aus dem Amt geschiedene Baubürgermeister lustige Piktogramme an einem Radweg, der bei uns höchste Priorität, was den Ausbau und die Ertüchtigung betrifft, auf den Asphalt malt, nämlich am Elbradweg im Bereich Fährgarten-Johannstadt, wo wir alle hier, ich glaube, schon mehrfach beschlossen haben, dass dort was passieren muss, dass wir die Kapazitäten erweitern müssen. Da gibt es hier, ich glaube, 2 oder 3 Beschlüsse zur Schaffung eines parallelen Radweges zum Elbradweg an der Dresdner Johannstadt bis nach Blasewitz hinter. Und da ist bis heute noch nichts passiert. Und ich erinnere mich auch sehr an den Antrag, den wir selbst gestellt haben, Mordgrundbrücke bergauf von der Schillerstraße Richtung Weißer Hirsch. Wir haben die Antwort gekriegt aus dem Geschäftsbereich, dass dafür keine Kapazitäten zur Verfügung sind. Jetzt wird da gerade gebaut, eigentlich eine ziemlich ideale Möglichkeit, um auch was zu tun, aber er tut es nicht, sondern er schwingt den Pinsel, was anderes kennen wir von Herrn Schmidt-Lamontin ja sowieso nicht in dieser Stadt, und dem Handstreich vorbei auch am Ausschuss, vorbei am Stadtrat werden Tatsachen geschaffen und er hat es noch nicht mal für nötig gefunden, das zu erläutern. Damit sind wir nicht einverstanden, deswegen beantragen wir hier
der Vorlage mit Ausnahme des Punktes 2.3 in der Anlage 2 die Zustimmung nur zu gewähren und diesen einen Punkt noch einmal ausführlich, auch mit Erläuterung zur Prioritätensetzung im Radverkehrskonzept, im Ausschuss Stadtentwicklung und Bau, noch einmal zu diskutieren und zu erörtern. Dankeschön. So, dann setzen wir fort. Freie Wähler das Wort gewünscht. Herr Nitsche. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer daheim am Livestream oder wo auch immer. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, und zwar möchte ich gerne unseren Herrn Oberbürgermeister zitieren, der heute gesagt hat, wenn man alles umsetzen würde, was der Stadtrat entscheidet, dann bräuchten wir einen Goldesel. Und ich möchte noch ergänzen, oder eine funktionierende Verwaltung. Dann möchte ich eine Einwohneranfrage zitieren. Eine Einwohneranfrage aus dem Jahr 2016, da ging es um die Lockwitztalstraße von der B172 bis Ortseingang Niedersedlitz. Da hat der Herr Oberbürgermeister Hilbert, und jetzt wieder ein Zitat, 2016 geantwortet: In der derzeit stattfindenden Haushaltsdiskussion für die Planung des Haushaltes 2017-18 und der darauffolgenden Jahre 2019 bis 2021 sind Planung und Bau der Lockwitztalstraße berücksichtigt. Dann möchte ich aus der Vorlage zitieren: Die Fortsetzung der Planung ruht derzeit, da im Entwurf zum Haushaltsplan 21 bis 25 die Finanzierung für die weitere Planung und den Bau der Lockwitztalstraße nicht gesichert werden konnte. Dann gestatten Sie mir, dass ich darauf aufmerksam mache, was 2017 geschehen ist. 2017 gab es einen Planfeststellungsbeschluss für das Emmerich-Ambros-Ufer. Und was wir jetzt erleben, ist, dass wir aus diesem Planfeststellungsbeschluss und den Planungen dort wieder etwas aussteigen, weil wir dort wieder etwas Veränderung haben, jetzt nach 3 Jahren. Und jetzt 1,3 Millionen für die Augustusbrücke aus diesem Etat nehmen. Das ist auch wichtig. Ich will gar nicht sagen, dass die Augustusbrücke nicht wichtig ist und dass man jetzt dort vielleicht irgendwie stoppen sollte. Ich möchte bloß damit aufmerksam machen, Mehrkosten können entstehen, aber die Stadt verzögert seit Jahren, dass es ein funktioniertes Baucontrolling gibt. Das fehlt immer noch und wir haben steigende Kosten und wir nehmen das Geld einfach von woanders her, wiederum aus Beschlüssen, die der Stadtrat gefasst hat. Noch ein weiteres Beispiel für den Umgang mit Stadtratsbeschlüssen. 2019 gab es eine Petition von Dölschner Bürgern zur Sanierung der Hohen Dölschner Straße. Und vom 10. September 2019 gab es einen Brief von Herrn Schmidtler-Montaigne an Frau Klepsch, die Entwurfsplanung für die Hohen Dölschner Wurkwitzer Straße im Abschnitt zwischen Grenzallee und Altdölschen steht kurz vor dem Abschluss. Zu berücksichtigen sind dabei zusätzliche noch umfangreiche Kanalarbeiten der Stadtentwässerung Dresden GmbH. Planungsmittel wurden sowohl in den Doppelhaushalt 2019-20 als auch 2021-22 eingeordnet. Einer Bauausführung ab 2021 dürfte nichts entgegenstehen. Aktuell, dieses Jahr, sind ungefähr 3.000 Euro dieser Mittel geflossen. 100.000 Euro aus diesen Maßnahmen werden demnächst auch umverteilt. Meine Damen und Herren, wenn derartig mit Stadtratsbeschlüssen umgegangen wird, dann muss man nicht unbedingt erwarten, dass dem jedermann zustimmt und dass das jedermann mitträgt. Wir werden aus diesem Grund diese Vorlage nicht mittragen, nicht nur wegen dem Problem mit den Radwegen. Denn wenn man alles umsetzen würde, was der Stadtrat entscheidet, dann bräuchten wir nicht nur einen Goldesel, sondern auch eine funktionierende Verwaltung. Vielen Dank. Wird Bündnis 90 Die Grünen das Wort gewünscht? Frau Gaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste im Livestream. Herr Zastrow, die Informationen, die uns Bürgermeisterin Jänniken vorstellte, haben wir im Ausschuss erst schriftlich erhalten
und anschließend kam ein Mitarbeiter extra in den Ausschuss und hat sie uns mündlich noch einmal vorgetragen. Es war eindeutig. Und zwar haben sie gesagt, diese Vorlage bezieht sich nicht auf den neu eingerichteten Schutzstreifen östlich der Carola-Brücke, sondern die Vorlage befasst sich ausschließlich mit dem Bereich zwischen westlich der Carola-Brücke unterhalb der Brühlschen Terrasse. Herr Zastrow, deshalb das Radverkehrskonzept jetzt in Frage zu stellen, das ist wirklich nicht passend. Ich würde sagen, Thema verfehlt. Die Vorlage bezieht sich auf den Bereich westlich der Carola-Brücke, wie vorgestellt. Im Juli wurden uns alle 7 Maßnahmen, die in der Vorlage enthalten sind, im Ausschuss in einer Präsentation vorgestellt und erläutert. Es geht um die Ludwig-Kossuth-Straße, die erhält Schutzstreifen. Priorität 1 im Radverkehrskonzept, denn das Verkehrsaufkommen dort ist sehr hoch. Radeburger Straße, auch sie erhält Schutzstreifen, auch ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Julius-Wahlteich-Straße, Rotmarkierung, auch für mehr Sicherheit im Radverkehr. Theaterplatz, die Oberfläche wird neu gestaltet, damit man besser mit dem Fahrrad fahren kann. Terrassenufer, das ist der Bereich, um den es geht in der Vorlage, unterhalb der Brühlschen Terrasse. Dazu gibt es sogar eine Petition, aktuell im Petitionsausschuss. Die Stellungnahme der Verwaltung kann man auch lesen, öffentlich einsehbar oder für uns zumindest. Einseitig will die Verwaltung einen Schutzstreifen dort einrichten, um die Radfahrer aus dem Radgehweg, also damit die Radfahrer nicht immer alle auf dem Gehweg mitfahren müssen, auch noch in 2 Richtungen. Deshalb entsteht auf der Straße unterhalb der Mauer ein Schutzstreifen und ansonsten müssen die Radfahrer weiterhin im Mischverkehr mitfahren mit den Fußgängern. Das, würde ich mal sagen, ist die absolute Minimallösung, die die Verwaltung da vorschlägt, mit maximaler Rücksichtnahme auf den Autoverkehr. Weniger kann man praktisch gar nicht einrichten. Deshalb sage ich unterstütze die Forderung in der Petition, in dem Bereich Tempo 30 einzuführen. Das wäre die einzig richtige Lösung. Wir wollen Sicherheit für alle Dresdner, die mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs sind. Das Radverkehrskonzept, das steht für mehr Sicherheit für Radfahrer. Und die Dresdner, das sage ich Ihnen mal, die wollen das auch. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Wahl 2019, die vielen, vielen Fahrraddemonstrationen. Und vielleicht haben Sie mal im Petitionsausschuss vorbeigeschaut. Eine Petition nach der anderen, immer wieder zum Radverkehr. Es ist der Wunsch der Dresdnerinnen und Dresdner, mehr Radverkehr, mehr Sicherheit im Radverkehr. Durch getrennte Radwege, Entschärfung von Unfallhäufungspunkten und den Umbau von Radwegen, genau das beschreibt die Vorlage. Das betrifft die Punkte, die in der Vorlage eingestellt sind. Deshalb stimmen wir Grünen der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses natürlich zu. Und Herr Zastrow, Sie wollen die Radverkehrsprojekte aus der Vorlage rausstreichen und damit ihre Umsetzung verhindern. Selbstverständlich stimmen wir Grünen dem nicht zu. Wir stimmen der Vorlage mit Radverkehrsprojekten zu und ich hoffe auf eine breite Zustimmung. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon erstaunlich, mit wie vielen Facetten man sich an dem Thema abarbeiten kann. Was hat uns bewogen, die Vorlage in den Stadtrat mitzuheben? Es ist das Problem gewesen, dass in einer der letzten Bauausschusssitzungen der Bürgermeister, der ehemalige Bürgermeister Schmidt-Lamontaine, auf die Frage von einem AfD-Kollegen nach einer Maßnahme, die da am Terrassenufer geplant wäre, ausweichend geantwortet hat und hat uns da eigentlich ein Stück weit hinters Licht geführt. Kurz danach ist die Maßnahme passiert und als dann diese Vorlage im Ausschuss bei uns kam und das Thema Terrassenufer da drin ist, ging natürlich bei uns die
Ampeln an und wir haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass sich die Verwaltung im Nachgang jetzt das Geld beschafft für eine Maßnahme, die sie schon vorgenommen hat. Und bei der Maßnahme ist genau das Problem, und das ist auch das Problem mit dem Radverkehrskonzept, und ich habe mich da auch schon mal geäußert, dass genau diese Maßnahme ein Stück weit dieses ganze Radverkehrskonzept karikiert. Dort hat der Stadtbezirksbeirat Altstadt, auch der Stadtrat für diesen Bereich damals eine Sanierung des gemeinsamen Fuß- und Radweges vorgesehen. Die Parkplätze sollten erhalten bleiben. So. Das hat offensichtlich dem Bürgermeister nicht gefallen, denn er hat ja selber wohl angeordnet, dass die Parkplätze abgeordnet werden und dass dort eine Radverkehrsanlage gebaut wird. Er hat das ein Stück weit mit Kosten begründet. Aber mit den Kosten ist es natürlich so eine Sache. Rund 26.000 Euro, wurde uns gesagt, fallen an Parkgebühren weg im Jahr. Und wenn die Gebühren so angepasst wären, die Parkgebühren, wie es kommen soll, dann wären das noch viel mehr. Das heißt, bei rund 130.000 Euro Baukosten für die Sanierung des kombinierten Rad- und Fußweges wäre schon nach 5 Jahren spätestens die Sache zu null gewesen. Hinzu kommt, dass das, was jetzt da gebaut worden ist als Radweg, natürlich auch ein Stück weit vor der Carola-Brücke endet und dann auf dem Fußweg, also der Radweg führt nicht durch. Es ist also wenig getan. Ja, und das hat uns natürlich dazu gebracht, dass wir das Vertrauen ein Stück weit an die Verwaltung verloren haben. Und leider fehlte uns die Zeit, um das, was Frau Bürgermeisterin Jenichen jetzt hier angeführt hat, vertieft zu prüfen, denn der zuständige Amtsleiter war in keiner Art und Weise im zuständigen Bauausschuss in der Lage, unsere Fragen zu beantworten. In keiner Art und Weise. Es ist ein deutliches Zeichen an den neuen Baubürgermeister, dass wir so mit uns nicht umgehen lassen. Das Radverkehrskonzept ist wichtig umzusetzen, aber nach Prioritäten. Wenn es denn irgendwo Parkplätze kostet an gefährlichen und wichtigen Stellen, dann müssen wir damit alle umgehen ein Stück weit. Aber im Husarenstreich hier, ich glaube, 50 Parkplätze abzuordnen ohne jede Not, um augenscheinlich Kosten sparen zu wollen, und das aber nicht tatsächlich, das kann nicht der richtige Weg sein. Wie gesagt, der neue Baubürgermeister muss da erst ein Stück weit Vertrauen wieder zurückgewinnen. Aber wir werden trotzdem diese Vorlage nicht aufhalten wollen, weil natürlich ganz viele andere Projekte da drin sind und das Thema Terrassenufer dort nur ein kleines Stück ist. Und deswegen werden wir der Vorlage auch zustimmen. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die budgetneutrale Veränderung im Finanzhaushalt des Straßen- und Tiefbauamtes sollte in aller Regel eine Formsache sein. Zum Ende des Haushaltsjahres werden nicht verbrauchte Gelder aus Töpfen bereits abgeschlossene Projekte in andere Projekte geschoben, für deren Realisierung noch Gelder fehlen. Im Sinne der Entwicklung unserer Verkehrsinfrastruktur eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Vorausgesetzt, das Straßen- und Tiefbauamt verwendet das Geld dann tatsächlich für die Dinge, für die es vom Stadtrat auch tatsächlich beauftragt wurde. In der jüngsten Vergangenheit kam es aber gehäuft zu Vorfällen, in denen das Straßen- und Tiefbauamt eigenmächtig und ohne eine Beauftragung des Stadtrates einfach irgendwelche Baumaßnahmen durchgeführt hat. Höhepunkt dieser fragwürdigen Praxis war das Anlegen eines dritten, parallel zum bereits bestehenden Radwegen verlaufenden Radwegs als Radschutzstreifen auf dem Terrassenufer vor 3 Wochen. Quasi nebenläufig wurden die Stadtbezirksbeiräte in der Altstadt darüber informiert, dass rund 50 Anwohnerstellplätze wegfallen sollen, um einen Radschutzstreifen zu errichten. Ein Radschutzstreifen, der nach wenigen hundert Metern im Nirgendwo endet. Ein Radschutzstreifen, der sich weder im Radverkehrskonzept noch in irgendeiner anderen Konzeption der Landeshauptstadt wiederfindet. Ein Radschutzstreifen, dessen Bau das Straßen- und Tiefbauamt als Geschäft der laufenden Verwaltung sieht. Gekrönt wurde dieses Vorhaben damit, dass unser ehemaliger Beigeordneter für Bau und Verkehr den Bauausschuss offensichtlich angelogen hat. Als er im öffentlichen Teil der Sitzung des Bauausschusses am 9. September auf dieses Vorhaben angesprochen wurde, äußerte er, dass dieses Vorhaben so schnell nicht umgesetzt werden würde und bot an,
vorab im Ausschuss noch eine Präsentation dazu vorzubereiten. Eine Woche später, noch vor der darauffolgenden Stadtratssitzung, wurden dann Tatsachen geschaffen und der Ratsschutzstreifen in einer Nacht- und Nebelaktion gebaut. Die Präsentation habe ich bis heute noch nicht gesehen. Ich habe mir dann im Terrassenufer mal die Mühe gemacht, das Verkehrsverhalten der Radfahrer in stadteinwärtige Richtung in den letzten Wochen mal genauer zu verfolgen. Wie die meisten von Ihnen wissen, gibt es bei den Artikeln von Tag 24 und DNN zu diesem Thema auch ein Foto, auf dem tatsächlich ein Radfahrer diesen neuen Radschutzstreifen nutzt. Ich weiß nicht, wie der Fotograf diesen einen Radfahrer dazu gebracht hat, dort lang zu fahren. Ich habe keinen einzigen gesehen. Alle, wirklich alle Radfahrer, die ich dort beobachtet habe, nutzen in stadteinwärtige Richtung ausschließlich den gemeinsamen Fuß- und Radweg. Diese Maßnahme war also nicht nur willkürlich, sondern die war zudem auch noch absolut unsinnig. Unser Vertrauen in das Straßen- und Tiefbauamt, aber auch das Vertrauen der Anwohner am Terrassenufer in die Stadtverwaltung hat durch dieses Vorgehen massiv Schaden genommen. Wir werden uns in Kürze bei einer anderen Vorlage nochmal mit der Thematik am Terrassenufer auseinandersetzen. Unser Misstrauen gegenüber dem Straßen- und Tiefbauamt führt dazu, dass wir ab jetzt immer genauestens wissen wollen, welche konkreten Bauvorhaben, welche Haushaltsmittel in welcher Höhe zukommen sollen. Sammelposten wie dem hier in dieser Vorlage genannten Projekt werden wir deshalb nicht zustimmen können und wir schließen uns deshalb den Antrag der FDP an. So, wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht, Herr? Ja, es ist später, will ich auch noch meinen Senf dazugeben. Normalerweise sind diese Umschichtungen immer in der Tat Formsachen gewesen. Jetzt hat es hier im Prinzip so ein paar Nebelkerzen gegeben. Und ich möchte nur auf einen Widerspruch aufmerksam machen, Herr. Die Rechtsausleger müssten sich vielleicht einig machen, welche Linie sie vertreten. Herr Nitsche hat behauptet, er wünscht sich eine funktionierende Verwaltung, während Herr Laczynski hier sich beschwert hat, dass eine Woche nachdem, was im Bauausschuss besprochen worden ist, schon Tatsachen geschaffen worden sind. Also man kann auf die Weise nicht behaupten, dass die Verwaltung nicht funktioniert. Also wenn, das würde man sich ja wünschen. So. Also wird darüber geredet, eine Woche später ist passiert. Wunderbar. Was die Radwege betrifft, würde ich mal im Prinzip auch den Ball flach halten. Da sind ein paar Parkplätze weggefallen. Jetzt kann man sagen, wie machen die Leute es mit der Andienung dort? Also wer kommt dort vielleicht mit dem Wohnort? Wer ist dort im Prinzip nicht so gut zu Fuß? Das muss man mal beobachten. Da kann man auch nochmal Nachfragen stellen. Allerdings sind die Parkplätze, die weggefallen sind, nicht dramatisch, weil die Leute mussten immer auf die Straße gehen und über das Terrassenufer dann sozusagen auch so und so schon mit Schwierigkeiten bei dem Verkehr dort drüber zu laufen. Ist vielleicht auch nicht so wichtig gewesen mit den Parkplätzen. Die Idee, dass Fußwege parallel und gleichzeitig mit Radwegen geführt werden, ist schlecht, weil die Unfallstatistik sagt, dass das eben zwischen Radfahrern und Fußgängern auch ein Konfliktfeld ist, was man nicht tun sollte. Wir haben die Doring-Problematik, dass Leute im Prinzip gerade die Beifahrer, die auf der rechten Seite aussteigen, eben nicht damit rechnen, dass ein Radfahrer kommt. Damit ist dieser Weg, dort dieser Fußweg oben am Terrassenufer auch nicht als Radweg unbedingt geeignet. Da ist es schon nicht ganz unvernünftig, den auf die Straße zu bringen. Das nächste ist, Herr Zastrow müsste sich freuen, dass die Parkplätze weggefallen sind, weil es gibt keine ein- und ausparkenden Autos mehr. Das heißt, man kann dort auch flüssiger mit dem Auto langfahren. Freuen Sie sich, Herr Zastrow, nehmen Sie die Chance wahr, dort nochmal, solange man das noch darf, hin und her zu fahren. Wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes. Und ansonsten im Prinzip ist es im Prinzip das, was sonst immer dort drin ist, dass es ganz klar zu Kostenschätzungen, zu Bauprojekten Abweichungen gibt, weil im Prinzip auch ein Stück weit danach bezahlt wird, was geleistet wird und nicht, was im Prinzip spekuliert wird. Es ist richtig, dass im Prinzip auf dem Bau jeder Handgriff bezahlt werden muss. Da gibt es Differenzen. Einmal kostet es mehr, einmal kostet es weniger. Ist nichts Neues, wird immer wieder passieren. Insofern stimmen Sie dieser Vorlage zu und lassen Sie uns die Diskussion beenden. Vielen Dank. So, wird SPD das Wort gewünscht? Gibt es weitere Wortmeldungen? So, ansonsten haben wir noch mal gerade vergewissert, weil ich das nicht ganz als Antrag verstanden habe, aber es soll wohl einer sein, dass der Punkt 2.3 gestrichen wird in der Anklage von der FDP. Das würde ich zunächst abstimmen und dann den federführenden Ausschussbericht. Also, wer für die Streichung des Punktes 2.3 ist, den bitte ich jetzt um... Nein.
dem federführenden Ausschussbericht ist, dass positiv votiert. Also 2-3, wer für Streichung ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen, das ist die überwältigende Mehrheit, wer damit nicht, hat nicht eine Mehrheit gefunden. Damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung.49 Ja, 19 Nein, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Geschäftsordnung. Ich habe schon die Angst, dass wir die Tagesordnung schaffen. Nein, keine Angst. Ich wollte nur eine persönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten geben. Ich habe natürlich der Vorlage zugestimmt, denn damit haben wir jetzt im Stadtrat offiziell festgestellt, dass wir die Königsbrücker Straße nicht vor 2023 bauen. Wir haben nämlich eben das Geld dafür rausgenommen. Und das finde ich auch sehr gut. Heute, die Bürgerinitiative hat da wieder gezählt. Wir haben 10.171 Autos gezählt. Das ist nichts. Dieser Ausbau ist nicht notwendig. Und wir haben jetzt 2 Jahre Zeit, das hier in Ruhe zu diskutieren.